herzlich willkommen heute bei uns in Burgebrach. Wir haben heute den 8.6. Es ist heute unsere alljährliche Hausmesse. Schon zur Tradition geworden, einmal im Jahr, dass wir uns hier alle einmal zusammenfinden. Es gibt heute tolle Angebote, gutes Essen, gute Vorträge, die wir auch filmen werden und die wir im Nachgang bei uns hier auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen werden. Ihr begleitet uns heute einmal durch den Tag für alle, die nicht dabei sein können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns mit Sicherheit später noch einmal. Herzliches Hallo, liebe Freunde des gelobten Karpfenangelns. Mein Name ist Florenz Rabe und ich befinde mich hier auf der Hausmesse von PR Baits und werde euch einfach mal mitnehmen. Wir werden ein paar Teamer interviewen, wir werden ein paar Gäste interviewen. Wir zeigen euch hier einfach mal alles rundherum und sind gespannt, was wir da so für Meinungen bekommen werden. Über Baits, übers Tackle, über die Boote, über das Essen natürlich vor allem. Und ja, Vorträge gibt es noch. Pierre und ich werden heute noch ein kleines Video vorstellen. Und es ist schon reger Betrieb. Wir finden uns mitten am Tag. Ich nehme euch mal mit. Ja, moin Olli, grüß Morgen, dich. Guten Tag. Servus. Endlich wieder Hausmesse. Endlich wieder Hausmesse. Ich habe mich auch schon richtig gefreut auf die Hausmesse. Ja. Heiß wie Frittenfett. Auf jeden Fast Fall. Fast so schlimm, dass ich die letzte Woche kaum schlafen konnte. Und du hast schönes Wetter mitgebracht. Ich habe das schönste Wetter mitgebracht. Das beste Wetter. Weil das allerbeste Wetter. Wir sind ja jetzt schon etwas später im Jahr, Mitte des Jahres. Die letzten Jahre war es immer im April, da war es immer ein bisschen kalt. Und jetzt haben wir mal endlich T-Shirt-Wetter. Ja, ich habe mich daran erinnert, letztes Jahr haben wir noch Schnee geschippt, glaube ich, vorher. Ja. Ist wirklich so, ne? Da lag hier überall Schnee. Da war schon, ja. War schon witzig. Ja, da haben wir auch zuvor. Was erwartest du denn heute noch von der Messe? Also ich würde sagen, viele Leute, aber es sind ja schon einige da. Sind schon einige Leute hier. Ja. Drin ist auch voll. Drin ist auch voll. Ich würde sagen, viele gute Gespräche. Dass vielleicht mal einer ein Boot kauft oder so. Oder ja, natürlich, zwei Leute. Das wär, du als alter Bootsverkäufer. Ja, eins habe ich schon so gut wie vertickert, aber die müssen noch mit dem Preis im Chef sprechen. Da bin ich halt beim Preis. Ich würde die am liebsten verschenken, die Boote, weil die so toll sind. Dann will ich dich gar nicht weiter davon abhalten. Du machst das. Ja. Und wir sehen uns später noch. Dann würde ich sagen, habe die Ehre. Habe die Ehre. Moin Toni, du bist hier einer von den Neuen in der Runde PR Baits. Die wichtigste Frage zuerst, wie gefällt es dir hier an den Heiligen Hallen? Super, also ich muss ehrlich sagen, das, was der Philipp und der Pierre hier aufgestellt haben, einzigartig, super, gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Jetzt bist du ja gestern schon angereist, hast schon mal ein paar Leute hier kennengelernt, hast einen schönen Abend mit uns gehabt. Was erwartest du denn jetzt heute von der ersten Hausmesse, auf der du teilnimmst? Hast du irgendwie eine coole Sache, die dir einfällt, wo du sagst, so, boah, das möchte ich nachher auf jeden Fall mal mitnehmen? Oder irgendeine Erwartung von hier, von den Vorträgen, irgendwo drauf, wo du dich besonders freust? Also in erster Linie freue ich mich auf das Video von Pierre und Florenz natürlich. Ne? Dankeschön. Die Buddies on Tour. Ja, und sonst schauen wir mal. Ne? Also natürlich, dass viele Leute herkommen, ne, für die Produkte sich interessieren. Und ja, ein kleines Highlight kann man ja so sagen. Ne? Ja. Haben wir natürlich auch den Tätowierer hier. Ja. Ne? Und mal gucken, wie viele Leute das mitmachen. Ich bin gespannt. Du auch? Ja. Man munkelt. Ne? Ja, cool. Freue ich mich schon mal. Dann wünsche ich dir eine schöne Messe und bis später. Ja, bis später. So, gehen wir mal direkt zum nächsten Neuen im Bunde. Max, grüß dich. Servus. Du bist auch einer von den Neuen hier bei PR Baits. Ich habe den Toni gerade schon interviewt. Jetzt die Frage an dich. Erstes Mal Hausmesse. Wie gefällt es dir bis hier? Also, ich bin offen und ehrlich. Mir gefällt es bis jetzt super. Es wird auch immer voller.
bin jetzt da halt am Rigbindestand, versuche den Leuten bestmöglich das zu erklären, was immer funktioniert und was wir halt auch im Endgame bieten können bis jetzt. Und dann hast du einen Favoritenprodukt irgendwie, was du den Leuten als erstes an der Hand legst? Definitiv. Das ist sowieso mein IQ D-Rig, gebunden aus den Komponenten vom Shop, mit dem Stahlanger oder mit dem Curve. Das nimmt sich eigentlich nichts. Und dann ganz klar mein geliebtes Spinner-Rig. Genau. Ja, schön. Cool, dann bin ich mal gespannt, wie die Messe bis zum Ende des Tages noch aussehen wird. Dir viel Spaß und wir sehen uns später. Jo, machen wir so, danke. Danke. So, kommen wir mal zu einem von unseren Highlights hier auf der Messe heute. Burger, ich grüß dich. Hi, grüß dich. Wie ist es? Ja, ganz gut. Gut hergekommen, ohne Stau und so. Cool. Ja. Jetzt haben wir dich von Karpfenkompass ein bisschen überrumpelt, muss ich sagen, mit der Idee mit dem Tätowieren, oder? Ja, das stimmt. Aber geile Nummer, dass du es machst. Ja, gerne. Für euch immer gerne. Und wir sind echt gespannt, wie viele da kommen und das mal haben wollen und sowas. Wir haben schon von 1, 2, 3 Leuten gehört. Unser René soll ja auch kommen. Der ist eine kleine Mimose. Wir haben dich schon als Schlechter angekündigt. Sehr gut. Ja, also wird auf jeden Fall viel Blut spritzen. Das hoffen wir. Also, ich wünsche dir viel Spaß heute auf der Messe. Danke nochmal und wir sind echt gespannt. Wir begleiten dich ein bisschen und am Ende des Tages holen wir nochmal ein Resümee von dir. Super, danke. Danke dir. So, nächster Kunde, nächstes Glück. Moin. Moin, grüß dich. Herzlich willkommen von der Hausmesse. Wie gefällt es dir bisher? Spitze. Ja, ich sehe, du hast dich eingedeckt. Etwas. Ich habe mich aber vorher schon mal entdeckt. Das ist mal eine gute Basis. Warum der Fruity Zing? Weil ich Alternative zum Fischigen brauche. Okay. Ich arbeite, also ich fische bei verschiedenen Gewässern und gerade jetzt dann, wenn es wärmer wird, ist der Fruchtige besser als der Fischige, finde ich. Cool. Dann viel Erfolg damit. Noch eine schöne Hausmesse. Dankeschön. Und man sieht sich. Auf jeden Fall. Danke. So, gehen wir mal zu dem Nächsten. Den überrumpeln wir jetzt einfach mal. Grüß dich. Ja, servus. Hallo. Servus zur Hausmesse. Na, wie gefällt's dir aktuell? Ja, ich bin gerade eben tatsächlich erst angekommen und schaue jetzt mal ein bisschen rum, was der Philipp jetzt auf die Beine gestellt hat, weil ich jetzt schon eine längere Zeit lang außer Betrieb gewesen bin, angeltechnisch. Okay. Ich bin jetzt aber wieder ein bisschen ans Wasser gezogen und ich habe mir gedacht, hey, jetzt nutze ich doch glatt mal die Chance und schau mal hier vorbei. Also deckst du dich heute auch ein? Ich gehe mal ganz schwer davon aus. Hast du einen Favoriten an Boilie, wo du sagst, das wird heute dein Go-To-Köder werden? Also ich muss sagen, mir hat ganz gut saure Biene gefallen. Mhm. Bei dem möchte ich mich vielleicht jetzt mal ein bisschen mal darauf einstellen, von dem mal ein paar verschiedene Köder mal mitnehmen, mit 24, 20 mm, ein bisschen Mix-Up. Und dann, was mir da so im Laden noch entgegenfliegt, wird er noch mit eingepackt ins Körbchen. Hört sich sehr, sehr gut an. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Hausmesse. Vielen lieben Dank. Und deck dich ordentlich ein. Euch auch noch eine gute Zeit. Dankeschön. Dankeschön. So, gleich geht's los mit dem ersten Tattoo. Grüß dich. Hi. Hast du Angst? Es geht. Schmerzen sind, ja. Schauen wir mal das erste Tattoo halt. Ne? Ich wollte gerade sagen, es ist dein erstes. Ja. Aber wir sind gespannt. Ich werde dich gleich nochmal interviewen. Und dann gucken wir mal, ob du dann immer noch so lachst. Ich sprechen kann, ne? Bis gleich. Danke. Wir haben hier auch noch andere Gäste. Checker, wie geht's dir? Alles gut? Gut, ja. Wie gefällt dir die Hausmesse, Checker? Ich glaube, der ist gerade mega uninteressant hier, aber. Was meint ihr? Wem gehört dieser Hund? Ich sag mal, sein Besitzer steht direkt daneben. Servus Jungs! Ja,
Ich mache hier ein bisschen Interview für die Hausmesse. Wie gefällt es euch bis hier? Gut. Ja? Wir haben jetzt gerade gespeist. Ja, war gut das Essen. Sehr zufrieden. Ja, passt. Sehr schön. Ich habe euch eben beobachtet. Ihr habt immer auf die Boote gezeigt. Seid ihr interessiert an Booten? Ja, schon. Aber eher so am 210er. Okay. Weil wir fahren VW Transporter, Bulli. Ja, und da kann man es halt aufgeblasen einfach hinten reinschieben aufs Bett. Das klingt nach einem Plan, das machen einige. Ja, drum eben. Ja, habt ihr denn schon mit unserem Bootsbeauftragten Olli gesprochen heute? Wahrscheinlich noch nicht. Nein, wir kennen den Bootsbeauftragten Olli gar nicht. Dann werde ich den gleich mal zu euch schicken, weil der kann euch alles darüber sagen, was ihr wissen wollt. Der ist auf den Messen immer vertreten. Und ja, wollt ihr euch auch mit Boys eindecken? Bitte? Wollt ihr euch mit Boys eindecken? Auch, selbstverständlich. Was wäre da dein Favorit? Rudi Zing und Baitmaster. Bei dir? Ja, bei mir auch der Baitmaster. Die Fish and Fruit. Okay, cool. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Hausmesse. Viel Spaß. Deckt euch ordentlich ein und ich schicke euch den Olli rum. Alles klar, danke dir. Dankeschön. So, ich habe hier mit Max heute Vormittag mal ein bisschen Rig-Kunde betrieben und wir haben jetzt schon zwei, drei Rigs, die ich euch gerne mal kurz vorstellen möchte. Zum einen natürlich das All-Time-Favorite Instant-Rig, das klassische Multi-Rig. Und ich muss gerade mal gucken, wo hier die Vorfachmaterialien sind. Das Green Stronglink, richtig geil dafür zu binden, ist ein ummanteltes Geflecht. Und ja, gerade hier fürs Multi-Rig-Angeln eigentlich mein absoluter Favorite, weil das einfach noch relativ geschmeidig und relativ dünnen Durchmesser hat. Weiter geht's, wir gucken mal, was wir noch haben. Ich habe eben mal hier was richtig Grobes gebunden für einen Kanal oder für einen Fluss. Ein D-Rig hier aus Fluorcarbon, das haben wir hier. Das ist das Strong Fluorcarbon Link. Auch ein richtig geiles Material. Es ist relativ steif, aber trotzdem recht flexibel. Das heißt, wenn ich es werfen kann, muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen, dass ich es irgendwie vertüttelt. Aber am Gewässerboden fällt es sich trotzdem recht natürlich. Von daher auch ein richtig geiles Rig. Und worauf ich richtig stolz bin, ich habe gerade mein erstes Kombi-Link gebunden, so heißt es, glaube ich. Wir haben hier vorne ein klassisches Geflechtsteil. Kann ich mit Pop-Up angeln, kann ich mit dem Bodenköder angeln, eigentlich richtig geil. Und hier vorne noch das Fluorcarbon-Stück. Ist eigentlich zum Ablegen vom Boot richtig geil, weil es die Vorteile von einem steiferen und von einem Geflechtmaterial einfach vereint. Ich finde richtig cool, ich glaube, das angle ich in Zukunft mal. Und ja, wir können hier nochmal einen kleinen Überblick verschaffen über das Endgame von PR. Es gibt eigentlich alles, was man braucht. Ich bin richtig zufrieden und wir binden jetzt hier noch ein bisschen weiter und zeigen mal das eine oder andere Rig, was wir auch für unsere eigene Angelei verwenden. So, wir sind am Endgame-Stand nochmal. Der Max erklärt hier fleißig. Und ich habe hier gerade einen Kunden gefunden, der steht hier schon was länger. Darf ich dich kurz interviewen? Du stehst hier schon was länger am End-Tackle-Stand. Was interessiert dich denn hier momentan am meisten? Ich brauche einen neuen Haken, weil meine Haken nach jedem Biss die Spitze komplett verbogen ist. Okay. Hier vorne. Und jetzt den wir mal neu testen. Heute noch gleich. Ja. Der Max ist so nett und tut mir schon mal ein bisschen vorbinden. Sehr gut. Also schön arbeiten lassen hier. Ja, genau. Auch das gehört zum Service von PR-Baits natürlich. Genau. Jetzt bin ich da gerade noch eine zweite Variante. Schön. Mit Fluorcarbon. Ich meine, das ist so sein Lieblingsding. Ja. Und die werden wir heute noch einmal testen. Jetzt hast du gerade gesagt, du gehst heute Abend schon wieder fischen. Ja, wir kommen gerade vom Angeln. Cool. Was kommt heute Abend denn an den Haken dran? Wir haben jetzt die Plätze vorbereitet mit Feed Grade Fish, Feed Grade Fruit, ein paar Tigers drüber. Cool. Und dann kommt der 24er Schneemann drauf. Also würdest du sagen, Feedgrade-Serie, egal ob Fruit oder Fisch, ist so deine Go-To oder hast du noch andere Favoriten? Also ich fische die Feedgrade-Fisch-Range seit 2020 und ist ein solider Boily. Ist ein solider Boily, ist für die Dicken gut, läuft instant auf die Langzeitfutterplätze. Ja, ist schön. Okay. Ja, mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht sagen. Dann wünsche ich dir für heute Abend viel Erfolg und viel Spaß mit den vorgebundenen Rigs. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. So, jetzt sind wir am Essenstand angekommen. Hier stehen schon welche. Ich frage die mal. Servus, Jungs. Servus. Servus. Ihr habt schon gegessen oder ihr bekommt noch? Wir bekommen noch. Und was bekommt ihr? Bratwurstzähne. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, ob es euch schmeckt. Wie gefällt euch die Hausmesse denn sonst bisher? Saugeil. Ja? Schön. Habt ihr schon eingekauft? Yeah, schade. Ja? Sehr cool. Thema Boilies. Welcher ist euer Favorit aus unseren Ranges? GLM. GLM? Red Bloodworm. Red Bloodworm. Oh ja gut, die sind sich beide sehr ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Sieht man ja. Ja, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Hör mal, dann wünsche ich euch gleich einen guten Hunger, viel Spaß auf der Hausmesse und viel Erfolg am Wasser. Wünsche ich mir dir auch. Ebenfalls. Dankeschön, bis dann. Ciao. Dann gehen wir mal hinter den Stand. Phil, ich grüße dich. Servus. Wie ist die Messe bis jetzt für dich?
Stressig? Schön, aber stressig. Also hier spielt sich fast alles ab und drin beim Verkauf natürlich. Also. Ja gut, die Leute haben Hunger hier. Ne? Wetter ist toll und die Getränke, die gehen auch gut weg wahrscheinlich. Natürlich, kalte Getränke gehen bei so einem schönen Wetter immer gut. Ja. Sehr schön. Hast du selber denn schon was gegessen? Natürlich, ein Steak. Schmeckt? Sehr gut. Sehr geil. Hör mal, dann weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, du wirst später mal irgendwann abgelöst, damit du auch mal ein bisschen was von der Messe genießen kannst. Und weiterhin viel Spaß beim Grillen und Austeilen. Ja, ciao. So, fragen wir doch mal jemanden, der gerade erst angekommen ist auf der Messe. Ich grüße dich, hi. Moin. Du bist gerade angekommen. Was erwartest du denn heute von unserer Hausmesse? Boah, ja, weiß ich noch gar nicht so richtig genau. Ich lass mich da mal überraschen, ne? Bisschen Futter gucken, ja? Mal gucken, was so kommt. Willst du auch was mitnehmen? Eventuell. Hast du da irgendwas ins Auge gefasst? Irgendeine Body Range, die dich besonders interessiert? Nee, wenn dann eher Hardware. Also Futter eher weniger, okay. Sondern wenn dann eher Boot oder ähnliches. Boote, sehr interessant. Dann leite ich dich gleich direkt mal an unseren Olli weiter. Der kann dich da gut beraten. Ja, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir heute noch eine schöne Messe. Vielen Dank, euch auch. Guten Hunger vor allem. Ja, den habe ich. Dankeschön. Danke. Bis dahin. Ciao. So, kurz vor der Finalisierung deines Tattoos. Dann erzähl mal, was hat das mit dem Datum auf sich? Ja, das Datum steht für meinen ersten 30-Kilo-Fisch, den ich gefangen habe. Wenn ich das richtig sehe, ist das nicht so lange her. Das ist vollkommen korrekt, ja. Ja, Petri erstmal im Nachhinein. Petri, danke. Dann nochmal mehr Ehre, dass der Pimmelberger jetzt auch noch mit Tattoo bei dir auf der Haut ist. Ja, Mann. War für mich so, dass ich gesagt habe, ey, das kombiniere ich doch direkt, weil dann hat es auch noch eine tiefsinnigere Bedeutung und ja, passt da halt. Schön, das freut uns. Cool, danke, dass du mit uns diese Story geteilt hast. Ja, sehr gerne. Dann viel Spaß mit deinem Tattoo, viel Spaß mit der Messe und kauf noch ein Boot, ne? Ich tu's. Alles klar. Das Familientattoo, zeigt mal alle her. Jawohl. Schön, sehr schön. Ja, geil. Der Opa hatte die, habe ich gehört. Der Opa war der Verrückte, ja. Ja, cool. Seid ihr glücklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Zufrieden? Auf jeden Fall. Super. Sehr schön. Sehr geil aus. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Dankeschön, euch auch noch. Schönen Dankeschön. Tag auf jeden Fall noch. So, hier haben wir einen Runner. Kevin, erzähl mal kurz. Du bist hier die gute Seele des Hauses eigentlich. Du bist auf jeder Hausmesse immer mit vertreten. Ich kenne dich ja von hier auch und du bist einer von den sehr fleißigen und läufst sehr viel, oder? Ja, es geht. Also jetzt ist es ein bisschen ruhiger gerade, aber heute früh war schon ein mega Ansturm. Ja, du sorgst im Prinzip dafür, dass die Lager hier die ganze Zeit voll sind, dass die Kunden auch was kaufen können. Genau, ich sorge dafür, dass die Regale voll sind. Sehr schön, das freut uns. Aber Messe für dich wieder ein Highlight oder schön? Ja, es wird Jahr zu Jahr mehr. Schön, dass man sieht, dass es wächst. Sehr schön, das freut uns natürlich auch. Gegessen hast du auch schon? Nein, leider noch nicht. Noch nicht dazu gekommen. Schade, dann empfehle ich dir das auf jeden Fall. Mich interessiert jetzt aber, du angelst ja auch. Welcher von unseren Ranges ist denn dein Go-To, dein Favorit? Feedgrade-Fisch. Echt, Feedgrade-Fisch? Ja, ich angel viel am Fluss und da braucht man irgendwie Masse, da ist Feedgrade-Fisch genau das Richtige. Ist ja auch ein super Köder, auf jeden Fall. Cool, dann danke ich und wünsche dir noch eine schöne Hausmesse. Jawohl, wünsche ich euch auch. Dankeschön. Noch einer hier, Adrian, grüß dich. Servus, hi. Auch du sollst natürlich mal kurz interviewt werden. Kurzes Feedback zur Hausmesse, wie gefällt es dir bisher? Ja, richtig gut. Also Hausmesse ist gut besucht und wir sind ja noch voll im Gange. Die Leute fühlen sich wohl, haben gut einkauft, haben gute Laune dabei. Und ich denke, der Tag bringt auf jeden Fall noch was. Ich bleibe gespannt.
Ja? Was heute noch alles möglich ist. Hast du eine Einschätzung, welcher Beutel hier heute am meisten über die Theke ging? Ja, also durch das, dass ich mit Patrick zusammen die Kasse gemacht habe, war es auf jeden Fall der Ocean Fish, aber auch Feed Grade Fish. Okay, krass. Ja, cool. Dann Dankeschön, weiterhin viel Spaß und genieß noch das gute Essen. Danke. Karpfenkompass. Karpfenkompass. Was hast du vor? Was hast du vor, ist die Frage. Also pass auf, Pia und ich hatten gerade eine Schnapsidee. Der hat den Burger mal gefragt, ob es möglich wäre, dass er, also Pierre, mich tätowiert. Ich wollte schon immer mal tätowieren. Und das war ja auch irgendwann mal damals die Sprache davon, dass der Florenz unbedingt eigentlich mal das Getz-Logo tätowiert haben wollte. Ist richtig. Ich habe immer davon geträumt, die entweder das G oder das G mit dem Kreis drumherum. Der Pierre war jetzt gerade mal kurz was kopieren. Oh. Jetzt wird's interessant. Also, wir gucken uns jetzt mal gleich eine Stelle aus. Es sind noch einige Leute vor uns da. Der René zum Beispiel hinter der Kamera hat es auch noch nicht geschafft, tätowiert zu werden. Aber der kommt gleich auch noch dran. Und wenn wir dann einen ruhigen Moment haben, dann überlegen wir uns mal, wohin. Ob ich das hinkriege. Genau. Ja, der Pierre ist sichtlich nervös. Der freut sich. Ich bin, glaube ich, nervöser als du. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass das funktionieren könnte. Kann nur schief gehen. Also, mal gucken mal. Ja, jetzt wird's ernst, ne? Also rasieren kann der Pierre schon mal, sieht man ja an seinem Kopf. Aber ja, kleines, feines G soll's werden. Als allererster Member von Getz ist es ja auch eigentlich nur mehr als gerechtfertigt, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal, was es wird. Der Pierre ist auf jeden Fall on fire. Der ist noch nicht so nervös. Ja, das ist toll. Das kommt noch. Wie halte ich das denn erstmal? Wie ein Stift. Aber hier. Ja, genau. Und ich mach so? Genau, du spannst am besten mit der. Genau, so spannst du die auch. Stören wir euch gerade? Nein, absolut nicht. Ja. Weil Robin, dich haben wir heute noch gar nicht interviewt. Ja, ich hab gedacht, ich komme drum rum, aber natürlich mache ich gerne mit dir ein Interview, mein Freund. Ja, es ist auch ganz kurz und schmerzlos. Mich interessiert einfach nur, wie war dein Vortrag? Gut. Gut? Gut. Bist du zufrieden? Ja, bin ich. Es ging ja um das Flussangeln. Ja. Und ich habe versucht, so meine Erfahrung von dem Flussangeln, was ich so in den letzten 20 Jahren gesammelt habe, an verschiedenen Flüssen, an größeren, an kleineren, aber auch an ganz kleinen Flüssen sogar nur, ja, mal so weiterzugeben und so eine Anleitung auch an Hand zu geben. Ne? Wie, okay, wie muss ich eigentlich rangehen? Ja. Also wie wichtig sind Montagen? Welches Futter? Was gibt es auch für Futterstrategien? Intervallfütterung, doppelte Intervallfütterung? Was passiert mit Umweltparametern? Hm. Und den Vortrag, das ist natürlich schön, wenn man live dabei ist, aber wenn man das nicht geschafft hat, dann kann man den auch auf YouTube sehen. Oh cool, ja, auf jeden Fall eine super Sache. Also Angeln am Fluss, ja, genau. Ja, schön. Ansonsten hat dir die Hausmesse gefallen dieses Jahr? Ja, die Hausmesse war spitzenmäßig. Das ist so, ist auch schon so ein bisschen zur Tradition geworden, dass ich mit Philipp vorher angeln gehe. Wir waren am Wasser, wir haben sehr gut gefangen. Auch dazu wird es einen tollen YouTube-Film geben. Dann haben wir aufgebaut, heute die Hausmesse hier gehabt. Ja. Kommen jetzt ja schon langsam zum Schluss. Das genau. War fantastisch, nette Leute, tolle Gespräche auch gehabt. Ja. Interessante Sachen auch aus der Region hier gehört. Fand ich, ist ja auch immer so, als Angler bin ich auch interessiert, was gibt es hier für Gewässer. Ja. Geile Veranstaltung. Wer nicht da gewesen ist, ich würde sagen, selber schuld. Ja, denn die müssen dann nächstes Jahr wiederkommen. Und wir hatten Gäste, das fand ich auch cool, wir hatten Gäste aus Ostdeutschland, wir hatten sogar Gäste aus Österreich. Ui. Also, das war schon eine coole Nummer hier. Also klare Empfehlung von dir für nächstes Jahr, alle wiederkommen und noch mehr. Genau, wie fandst du denn die Hausmesse? Super soweit, hör mal, ich bin zufrieden. Ich habe Boot von einem meiner engsten Freunde tätowiert, ich habe gut gegessen, ich habe nette Leute kennengelernt, viele tolle Gespräche gehabt. Wetter war natürlich Bombe heute, machen wir uns nichts vor. Und
Grunzen Sommerfest machen können, ne? Ja, könnte man auch Grillfest nennen hier. Ja, cool. Ey, war eine super Sache. Cool. Ja. Danke dir nochmal, mein Lieber. Dank dir. Bis dahin. Bis bald. So, wir sind jetzt beim Chef angekommen, denn wir sind am Ende von der Hausmesse. Und ja, dann bitte ich dich doch mal ein Tagesresümee zu ziehen, lieber Philipp. Ja, also das Tagesresümee ist, denke ich, eindeutig. Es war eine beeindruckende Hausmesse. Es waren sehr viele Leute da. Es hat mich sehr gefreut, dass aus Österreich, aus Frankreich, alle, was heißt alle, aber es waren wirklich sehr viele Leute da. Hat mich sehr gefreut. Und es hat gutes Essen gegeben, sehr tolle Vorträge. Essen. Die Vorträge, die haben wir auch gefilmt für euch. Also die Vorträge werden in Kürze dann auch auf dem YouTube-Kanal erscheinen. Cool. Und ich denke, für alle, die jetzt dieses Jahr nicht da waren und dieses Video dann sehen, denke, das ist dann schon ein Anlass, auf jeden Fall nächstes Jahr dann auf doch jeden zu kommen. Fall eine große Einladung. Also der Robin hatte es dir auch schon vorweggenommen, hatte auch schon gesagt, ihr müsst einfach mal hierher kommen. Auch wenn der Weg ein bisschen weiter ist. Ne? Wir haben viele Leute hier aus Baden-Württemberg, aus Nordrhein-Westfalen, sogar aus Brandenburg sind einige hergekommen, haben sich die Zeit genommen. Also hier gibt es echt einiges zu bieten. Und wenn man sich einfach einen Tag dafür Zeit nimmt, ist die Fahrzeit auch egal, glaube ich. Definitiv, ja. Mega. Ja, cool. In diesem Sinne muss ich mich wirklich bei allen bedanken, die da waren. Und natürlich auch bei meinen Teamanglern und meinen Unterstützern, die diesen Tag ja immer wieder zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video. Wir machen uns noch einen schönen Abend alle zusammen. Genau. Und wir sehen uns bestimmt auf der Messe oder dann hier auf der Hausmesse oder vielleicht auch mal am Wasser. Und ich würde sagen, ja. Bis bald und danke.